Warnung: Das nun folgende Programm ist für Zuhörer ohne Schmäh nicht geeignet. Servus Marvin. Servus Ziggy. Mich freut es, dass du heute hergekommen bist, dass du mir rausgefunden hast. Ja, ich war so selten da bis jetzt, ne? Naja, schon richtig. Sollten wir vielleicht einmal sagen, warum man uns jetzt hört und warum das Ganze, oder? Also wir haben ja, als wir diese Band gegründet haben, eigentlich die Band nur gegründet, weil wir so gern deppert reden. Und ab und zu spielen wir auch so Nummern, dass es halt nicht auffällt. Und irgendwie wollen wir ja doch am Puls der Zeit bleiben und haben gesagt, wir machen jetzt einen Podcast. Also der Sigi ist seines Zeichens Schlagzeuger von Deppert und Goschert und mich werdet ihr erkennen. Für alle, die mich nicht kennen, Marvin, Bassist der Band. Und wir haben jetzt gesagt, wir machen jetzt sowas, einfach weil wir quasi wie so zwei forensische Ermittler diesen Akt, Deppert und Goschert, Aktenkennzeichen D und G, 30, 11, 18 einmal aufmachen wollen. D und G. Und in Wirklichkeit haben wir nichts Besseres zum Tun, oder? Du, es ist jetzt 10 am Abend, meine Mädels schlafen und ja, ich muss dazu sagen, ich bin ja meistens im Proberaum dann herunten, wenn die Mädels sich zu Bett begeben und ja, tue an Liedern tüfteln oder proben, also für mich proben. Ist ja auch wichtig. Ich darf nicht einrosten. Ich bin ja auch schon 40. Ja, na, das sieht man Gott sei Dank nicht. Deswegen ist es ja auch ein Podcast. Das ist ein Charmeur. Man muss auch dazu sagen, wir haben ja sowas noch nie gemacht. Wir sitzen ja da wirklich gerade wie zwei komplette Anfänger und haben, wie man Mikros ausstecken, wissen wir. Also darum alle Podcast-Profis, bitte habt Nachsicht mit uns. Wir kennen das nicht. Aber wir haben uns halt gedacht, wir sitzen so oft da und reden deppert und jetzt nehmen wir das einfach einmal auf, weil vielleicht will es ja wer hören. Ne? Das ist richtig, vielleicht interessiert es ja jemanden. Uns hat es gefallen, auf jeden Fall. Das ist eine Pilotfolge. Eine Pilotfolge. Habe ich gehört, sagt man so, Pilotfolge. Wenn man nicht weiß, was man tut, sagt man, ist ein Pilot. Ja. So wie wenn man Musik machen, ist ja immer der erste Pilot. Dann werden wir ein Flugzeug. Ein Flieger werden wir bald haben. Wir trinken nämlich zwei gekühlte Getränke aus Aluminiumdosen. Also hast du eh was zum Trinken? Cola. Mahlzeit. Mahlzeit. Sigi, fangen wir vielleicht einmal auf, dass wir da jetzt nicht nur deppert reden. Das gehen wir am besten. Ich würde sagen, wenn wir schon die Pilotfolge machen und sagen, wir reden jetzt über die Band, weil alles andere will eh keiner wissen. Du warst ja vor mir schon in dieser Konstellation, bevor es die Band eigentlich noch wirklich gab. Dazu einmal, wie war das damals? Wie ist das entstanden? Also in Fredl habe ich kennengelernt über einen alten Bekannten. Über Tinder. Über Tinder, ja. Das war nämlich das schierste Foto, wo man denkt, den schreibe ich nicht an. Und ist schon passiert. Akkurat hat er mir auch geschrieben. Ja. Ja. Und weiter klicken wir auch nicht kennen. Ja, nein. Ich habe beide kennengelernt, aber dazu später. Nein, in Fredl habe ich einen Bekannten kennengelernt. Da haben wir, das war in Stockerau, das war so eine Benefizveranstaltung für St. Anna Kinderspital. Das war um die Weihnachtszeit. Und da sind diverse Künstler eben aufgetreten, unter anderem auch der Freddy. Wer ist ja nicht nur hübsch, sondern auch wohltätig. Ja. Na, wohltätig ist er noch immer, hübsch ist er noch immer, das ist richtig. Nein, es ist schon ein fescher Kampel, unser Fredl. Da müssen wir jetzt sagen, weil er nicht da. Wenn er da war, könnte man sagen, er ist schier, aber dadurch, dass er nicht da ist. Stimmt, über Leute, die nicht da sind, redet man nicht blöd. Nichts Schlechtes, nicht, wenn zwei Mikros laufen. Freddy, wir lieben dich. Und auf jeden Fall hat der Fredl total gespielt und dann sind wir eben so ins Reden gekommen und ich habe ja, gesehen, dass ich Schlagzeug spiele, ich habe dort auch mitgespielt und hat eben gesagt, er hat die Idee einer Austropop-Band, Rock'n'Roll, Austropop, bisschen Pop und ob ich Interesse hätte, dass ich mit ihm da was starte. Naja, Interesse war auf jeden Fall da, habe ihm zugesagt und wir haben uns dann mal, wie gesagt, das Haus habe ich schon gehabt mit dem Proberaum. Dann ist der Freddy mal vorbeigekommen und haben ein bisschen gejammt und es hat nicht schlecht gelungen. Also, wenn du derisch bist. Wenn du derisch bist, war es leiwand. Es war nicht gut, aber laut. Und ja, so haben wir ein bisschen gespielt, haben uns ein paar Mal getroffen und dann hat er gemeint, er
hat einen Gitarristen gefunden. Ich habe den natürlich nicht gekannt, ja. Mir gänzlich unbekannt. Also ihr habt damals wirklich zu zweit angefangen, das habe ich nämlich auch nicht gewusst. Die ersten Male waren zu zweit, oder was? Die ersten Male, soweit ich mich erinnern kann, waren zu zweit. Ja. Ah, spannend. Ich glaube, dass der Felix damals schon dabei war. Nein, der Felix ist dann relativ rasch dazugekommen, weil der Fredl hat gesagt, er hat einen Gitarristen und das ist der Cousin, der spielt Gitarre und der würde auch gerne mitspielen. Und ja, so haben wir das Ganze gestartet. Wir haben da ein bisschen Setlist zusammengeschrieben, was wir gerne spielen können, wollen, würden. Ja, ja. Dazu kommen wir dann eh noch zu der Setlist. Die ist nämlich sehr spannend. Die war sehr spannend. Die erste Setlist, die ich ja dann gekriegt habe in weiterer Folge. Ja, also, man muss dazu sagen, wir haben ja kein Konzept dahinter gehabt. Es gab ja auch, also man muss ja auch dazu sagen, Tapert und Goschert war ja damals noch nicht einmal ansatzweise ein Gedanke. Das war ja ein Musikprojekt von euch dreien, genau. Ohne wirklich ein, so wie du gerade sagst, Konzept oder Namen. Das war ja alles noch sehr roh damals. Es war sehr roh und wie gesagt, es hat ja kein Konzept in dem Sinn gegeben über Songs oder Gaude. Aber eine Gaude und so quasi, welche Lieder gefallen dir, was gefällt dir? Das spielen wir nämlich nicht. Ja, das gefällt uns nicht. Ja, passt, das spielen wir. Ja. Alles, was uns nicht gefällt, spielen. Und ja, so ist dann dieses leibende Set zusammengestellt worden. Ja, weil das Lustige ist nämlich, ich bin ja dann ein Jahr später dazu gekommen eigentlich. Da war ja ein Jahr, also das genau, war circa ja. Ein Jahr, weil genau. Ich erzähle das oft auf der Bühne und viele Leute glauben, es ist ein Schmäh, aber ich habe den Fredl wirklich in der Schule kennengelernt. Also ich ihm, er mich nicht. Es war nämlich so, dass wir, das ist kein Schmäh, wir waren wirklich in derselben Schule, in der Business Academy Donaustadt, muss man dazu sagen, ja, hallo. Also er hat es ein bisschen weiter geschafft als ich habe dann in der zweiten Klasse mehr Gitarre gespielt als gelernt, aber es ist wurscht. Merkt man gar nicht. Und es gab dort, es gab dort ein Schulfest und diese Geschichte, die ich auf der Bühne immer erzähle mit, hast du Handy wegen Telefonnummer und so, weil dann kannst du für den Freddy auch rufen. Das ist ja tatsächlich passiert. Und der Freddy war zu dem Zeitpunkt ja bei dieser Castingshow, über die wir jetzt nicht weiter sprechen wollen. Und der war dort so eine Art Superstar und immer dachte, hey, ich nutze die Chance und quatsch den auch, weil Musiker trifft man ja nicht in so einen, wenn viele fesche Frauen tut in der Schule, weißt. Aber wenn man dann einen Musiker trifft, dann freut man sich. Und bin dorthin und er hat einen Auftritt gehabt auf diesem Schulfest und hat dort, weiß ich nicht, irgendeinen Popsong gespielt, der mir natürlich nicht gefallen hat. Aber man dachte, hey, cooler Sänger, der cooler Typ. Und bin hier zu ihm und habe ihm auch gequatscht und habe gesagt, Servus, habe mich vorgestellt, bin auch Musiker und hast Leiband gespielt. Und er hat gesagt, ah, super, ja, Leiband, hat sich umgedreht und war weg. So wie ein Fredl kennengelernt, das ist kein Schmäh. Und habe gedacht, na, du bist doch auch ein netter Mensch. Ja, also normal hätte ich jetzt Arschloch gesagt, aber das tue ich natürlich das nicht. Ne? So sind wir nicht auf das Niveau. Das überbiebst man dann. Das überbiebst man. Und lustigerweise habe ich ihm dann aber ich müsste links 2-3 Jahre später wieder getroffen im Zuge eines Konzerts von Wiener Wahnsinn. Und ich war ja damals sowas wie einer Backliner und er war bei diesem Konzert Special Guest. Also Waterboy. Ich war Waterboy, genau, okay. Ein Spritzer. und er war Special Guest und hat dort 2 Nummern mitgesungen und wir haben uns dort Backstage wieder getroffen und haben uns eigentlich ineinander verliebt, könnte man sagen. Wir haben uns gut verstanden. Und der war so nervös, also wirklich, der Freddy ist oft einmal nervös, aber so nervös wie damals habe ich ihn selten noch mehr erlebt. Und wir haben dann einen lustigen Abend gehabt, also war sicher lustig, also die Fotos, die danach aufgekommen sind, waren lustig. Für Erinnerungsvermögen habe ich an diesen Abend nicht mehr. Und nicht viel später hat er mir eine Nachricht geschickt, dass er einen Bassisten sucht für ein Bandprojekt. Ob du einen kennst. Ob ich einen kenne. Ich habe gesagt, nein, ich kenne keinen. Aber und ich habe damals geglaubt, ich glaube, das habe ich dann auch noch nie gesagt, ich habe wirklich geglaubt, das ist Freddy Kagel plus Band. Also ich wusste nicht, dass es da um eine Band geht, sondern ich glaube, der würde jetzt ein Solo-Ding machen und braucht halt Musiker dafür. Warst du eigentlich, wie wir damals Kassen haben? Damals, ganz am Anfang? Ganz am Anfang, ja. Wie? Wir waren ja extrem... Bevor noch D&G war, oder was? Nein, das war das Kreative. Achso, ja. Das kannte ich natürlich. Achso, okay. Das war wir haben da eine der erste Ansatz. Extreme so. Kreative Phase gehabt bezüglich Bandnamen und sind auf D&G, nicht Depper und Goscher, sondern viel kreativer, Drums und Gitarre. Ja. Drums und Gitarre. Ja, es war Weltklasse. Weltklasse. Und ich habe auf jeden Fall... Wann das da in dem Bildschirm schon, zeichnet das eh mit auf, oder? Das zeichnet auf. Okay. Jeden Fehler, okay, jeden Versprecher, alles.
Und ich habe auf jeden Fall damals gesagt, ja, hörst, warum nicht? Wir haben uns ja an dem Abend gut verstanden und waren uns auch relativ sympathisch. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt in einer Fresh-Metal-Band gespielt. Und das war, hat mich jetzt auch nicht so glücklich gemacht und waren nette Kollegen, aber es war jetzt nicht das, was ich machen wollte. Und bin danach in eine Punk-Band gewechselt. War auch relativ witzig, waren lieber Leute. Aber auch da hat sich relativ schnell herausgestellt, da sind drei Leute und alle drei wollen was anderes. Und wir sind aber wirklich im Guten auseinandergegangen und haben mir gedacht, okay, die Fresh-Metal-Band rennt nur so ein bisschen, die Punk-Band ist gerade so am Sterben. Gib dem halt eine Chance. Und habe ihm geschrieben und gesagt, ja, schick mir halt eine Setlist. Und er hat mir dann auch eine Setlist geschickt. Und wenn ich mir die Setlist, ich habe mir die auch gespeichert. Ich habe die jetzt was, da. Hast du noch gespeichert? Und zwar steht auf dieser Setlist als erste Nummer, und das finde ich total witzig, Dance With Somebody. Und die haben wir mit, also in dieser Konstellation mit mir nie gespielt. Zweite Nummer, Sweet Home Alabama. Die haben wir ein paar Mal gespielt. Und dann sind da so Sachen drauf wie Lemon Tree, Ich bin ein Kniere, Knocking on Heaven's Door, Sweat. Dann ist da noch, was ich total witzig finde, Rock Me Amadeus. Haben wir nie gespielt. Ja, wir auch nicht. Ich meine, wir haben es probiert, aber... Ausgeliefert haben wir einmal gespielt, wenn du dich erinnerst, bei diesem Gig, wo wir noch einmal angefangen haben. Und stimmt, Angels, ja. Wind of Change und Nothing Else Matters, das haben wir nie gespielt. Habt ihr das zu dritt eigentlich jemals gespielt oder ist das einfach nur so... Nein, das, also wir haben damals mit in der Dreierkonstellation, eben wo du noch nicht dabei warst, haben wir ja, ich meine, auftrittsmäßig war leider... nicht viel los, aber wir haben doch, ich glaube, es waren drei oder vier Gigs waren das, was wir da gehabt haben. Und da haben wir dieses Set gespielt. Ja. Spannend. Ja, für Rock Me Amadeus haben wir eigentlich gefreut, aber wir haben es nie gespielt. Nicht einmal geprobt. Naja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Schauen wir mal. Ja, ich glaube, das wird nichts mehr. Und dann war es aber so, dass ich mich wirklich auf das vorbereitet habe und mir diese Setlist angeschaut habe und das halt so gut wie es geht einstudiert habe. Und dann war irgendein Termin ausgemacht, ich kann dann immer sagen, was für ein Tag, es war ein Probentermin ausgemacht, der wurde dann abgesagt und dann habe ich ein Jahr lang nichts mehr gehört von ihm. Dann war er ein Jahr lang weg und ich habe mir gedacht, okay, dann soll er mich gern haben, dann ist es halt nicht so. Wir haben es dann mit der Punkband noch ein bisschen probiert und das ist dann aber wirklich in die Brüche gegangen. Und circa ein Jahr später, also fast genau ein Jahr später, es war jeweils März, weiß ich noch, hat er mich wieder angerufen und hat gesagt, ja, du, ein bisschen stressig gewesen alles und ihr habt es aber anscheinend in der Zeit auch nicht gespielt und es war alles auf Eis gelegt. Ich wollte gerade sagen, also jetzt keine Entschuldigung, aber es ist eine Entschuldigung. Wir haben dieses eine Jahr, wie sagt man, eine künstlerische Auszeit genommen. Nicht freiwillig, und wir haben einfach nicht probt und nicht gespielt. Ja. Man sehr optimistisch ausgedrückt. Ja. Nein, das eine Jahr hat sich einfach auch nichts da. Wie gesagt, das Projekt oder die Dreikonstellation, das war ja unter Anführungszeichen nicht wirklich ernst gemeint und doch ernst gemeint. Wir haben da nicht sehr viel Energie reingesteckt und auch nicht sehr viel Zeit und wir haben eigentlich nur zwei, dreimal probt, wann ein Gig war. Und naja, rechnet aus, wenn wir dreimal gespielt haben, wie viel haben wir dann probt? Ja, nicht viel, ne? Nicht viel, aber wie gesagt, das eine Jahr ist eigentlich. Wir proben uns heute auch nicht viel mehr eigentlich. Das ist richtig, so, wenn wir ehrlich sind. Ja, aber waren wir schon ehrlich sind? Damals. Ein bisschen. Jetzt müssen wir noch halbtärisch sein. Nein. Na, und das Witzige ist, ich habe damals wirklich gesagt, und ich würde es heute wahrscheinlich bereuen, also ich weiß es ja nicht, ne? Ich habe damals gesagt, nein, der soll mich gern haben. Also jetzt will ich nicht mehr. Und meine damalige Freundin hat, Gott sei Dank, die Initiative ergriffen und gesagt, jetzt gehst du ins Schlafzimmer, schaust du dieses Set nochmal an und nächste Woche fährst du hier und probst, weil du gehst mir schon so auf die Nerven. Ich habe gerade zu der Zeit keine Band gehabt. Und mach das einfach. Und wenn es nichts ist, dann ist es nichts. Also eigentlich ist sie daran schuld, dass wir jetzt da sitzen. Ich möchte die Credits nicht geben, aber das gehört ihr eigentlich, ja. Na, danke. Irgendwie na, hat danke. Sie doch dazu beigetragen, dass das Ganze passiert. Und dann ist es wirklich so gewesen, dann war ich, es ist dann nicht mehr viel Zeit vergangen. Es waren ein oder zwei Wochen, bis wir uns tatsächlich getroffen haben. Und ich weiß noch ganz genau, der Fredi, der Felix und ich, den Fredi kannte ich, den Felix noch nicht, die ja auch noch nicht, wir haben uns getroffen in der Millennium City, in der Garage.
weil von dort sind sie hin. Und das erste Büdel der beiden war beide mit jeweils zwei Leberkassen. Ich meine, in der Ahnung, hat da Hunger. Das war mein erster Eindruck von Felix. Das war total spannend. Und dann sind wir dahergefahren. Und ich weiß es noch, du wirst das nicht mehr wissen. Wir sind eine und du hast die beiden gekriegt, bist an mir vorbei, bist ins Haus gegangen und wir sind dann oben in den Proberaum und ich habe gesagt, ich habe nicht gewusst, dass du der Schlagzeuger bist. Ich habe gesagt, wer war das? Dann ist der Sigi. Ich sage, aha, und wer ist das? Er ist der Schlagzeuger. Ich sage, na super, das ist ein netter Mensch, der hat mich gleich mal nett gerührt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Und war nicht absichtlich. Du warst dann noch relativ lang oben, weiß ich, und ich glaube, so 20 Minuten später, irgendwann bist du dann oben total gestresst. Sagst, es tut mir leid, und hast dich dann erst vorgestellt. Ich habe gedacht, na, eh nicht so wieder. Kannst dich du noch an die ersten Proben erinnern, zu viert? Ja, was mir extrem gut gefallen hat, wie wir mit dir die ersten Proben gehabt haben, du hast einfach gemerkt, dass da ein neuer Wind reinkommt. Ein neuer, frischer Wind mit neuen Ideen, mit neuer Energie. Und das war einfach super. War für mich super, weil, wie gesagt, wir haben nicht viel geprobt, wir haben nicht viel gespielt. Und dann kommt einer, der will Gas geben. Ja? Der will, dass das was wird. Ja? Und das war super, weil ich wollte das ganze Jahr. Ja? Aber da gebe ich ja keinen die Schuld. Das war einfach zeittechnisch und interessenstechnisch halt nicht immer vereinbar, ja? Sagen wir es so. Und dann einfach zu sehen, dass da noch einer ist, der genauso tickt und der einfach machen will. Ja? Nicht sitzen, Kaffee saufen, sondern jetzt spielen. Tun wir was, jetzt spielen wir. Jetzt machen wir ein Set, was machen wir und geht schon. Vollgas. Und das war für mich Weltklasse. Ja. Außerdem hat mir der T-Shirt extrem taugt, weil ich glaube, du hast Iron Maiden T-Shirt auch gehabt. Das kann durchaus sein, ja. Ja, ja, das sicher. Kann durchaus sein. Oder Motorhead, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich glaube, es war ein Maiden T-Shirt. Ich glaube, es war ein Maiden T-Shirt, ja. Ja, ich glaube es ja. Auch. Ich habe unlängst erst die Fotos gesehen von dieser ersten Probe. Und ich habe mir gedacht, Weltklasse. Eine Wellenlinie. Hat sofort funktioniert. Der ist mir sympathisch. Das hat sich dann auch wieder geändert, aber am Anfang war es noch leiwand. Die ersten 10 Minuten war es leiwand. Die ersten 10 Minuten hat es gepasst. Ja, es war schon eine lustige Zeit irgendwie. Jetzt mein Mund wird zu trocken. Vor allem das Witzige ist ja, ich weiß nicht, wie es dir, Prost, weiß nicht, wie es dir geht damit, aber für mich ist einfach, ich habe ja auf meinem PC wirklich alles, was mit dieser Band zu tun hat. Ich habe da einen Ordner, da sind wahrscheinlich 17.000 Dateien drin. Und ich glaube, von jeder Probe, jedem Mitschnitt, jedes Büdel. Und ab und zu schaue ich mir das so an, wenn ich für Social Media irgendwas mache oder so und suche mir da so alte Schmankerl raus. Und für mich ist es oft total schwer. Ich weiß nicht, ob du jetzt weißt, was ich meine. Oder auch die Zuhörer. Aber für mich ist es oft total schwer, für mich, wenn ich heute so dran denke, waren wir immer deppert und goschert. Und es ist total schwer, darauf zu kommen, dass es ja eine Zeit davor gegeben hat, wo es eben noch keine T-Shirts gab, wo es kein Logo gab, wo es keinen Namen gab, wo es noch nicht wirklich eine gute Setlist gegeben hat, die halt damals noch sehr wüt war, dramaturgisch fast unnötig, ja. Einfach nur spielen. Ja, absolut, ja. Und aus heutiger Sicht ist das total komisch eigentlich, wenn man sich da die Bühnen anschaut und sagt, damals haben wir noch nicht einmal gemeinsam gespielt, da hat es keinen Plan eigentlich gegeben. Eigentlich eine total seltsame Zeit, weil für mich ist das so, wie wenn das eh immer so gewesen war. Also schon spannend irgendwie, was da passiert es ist. Es ist extrem und es spannend, sind ja, ja doch fast schon 5 Jahre vergangen seither. Ja, die Zeit rennt, das ist richtig. Aber ich sage, das ist wie beim guten Wein. Ja? Das muss reifen. Ja, auf jeden Fall. Und ja, es hat gefruchtet, es hat gereift und das Endresultat. Und wir sind ja noch nicht am Ende der Fahnenstange. Ja. Das heißt, ja, wir sind irgendwo zwischen Live spielen und Podcast machen. Wir sind noch immer under construction, wie die Amerikaner sagen. Aber ja, am Anfang war das einfach ein wüder Truppen mit einem wüden Set, wüde Ideen und das Ganze hat dann eben langsam Form angenommen und es war eine extrem spannende Zeit, eben wie du gesagt hast, die Entwicklung zum sehen. Ja. Von Hallo, grüß euch, ja, bisschen proben, bisschen spielen, ein bisschen Spaß haben und dann wird es immer mehr. Dann da eine Idee,
ein neues Lidl. Das Lidl war der Schmäh auch schon gleich von Anfang an. Genau. Das hat gleich so funktioniert. Man hat gleich gewusst, okay, ich kann den Schmäh jetzt bringen, weil der ist mir nicht besser, wenn ich das sage. Also der versteht sofort, um was es geht. Und ich glaube, dass das viel ausgemacht hat bei uns damals. Ganz ehrlich, ich meine, nicht nur vom Spielerischen, wie auch untereinander. Wir leben ja von dem Schmäh. Von der kein Blatt vom Mund nehmen. Ne? Wissen, da kann ich einfach sagen, was ich will. Ja? Und da ist man nicht besser. Ja? Der ist höchstens besser, wäre kein Depp bei der Antwort drauf weiß. Ja, das ist das Einzige, was man vielleicht streng dir ein bisschen anhörst. Ja, aber sonst. Was ich auch noch weiß, wir haben dann diese Probe gehabt und ihr habt dann tatsächlich noch einen Gig gespielt auf einer Hochzeit, ich glaube in der Steiermark. Und ich habe gesagt, na, aber das ist noch zu früh, du kannst noch nicht mitspielen. Und ich habe gesagt, die Deppert, wir proben da. Das weiß ich gar nicht. Und ihr habt dann einen Gig noch zu dritt gespielt auf dieser Hochzeit, weil das halt schon alles gebucht war. Und ich habe da noch nicht mitgespielt. Und ich habe gesagt, solche Gefraster, ja. Schau das auch. Aber und auf das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Sollte gut gewesen sein. Ich war nicht dabei. Ich wurde nicht eingeladen. Ich wurde ausgeladen. Ja. Aber ich bin euch nicht besser. Also, sonst war er ja nicht da, Mann. Man hätte es dann auf Wedding Crasher machen können. Ja, du, ich hätte zuschauen können. Aber ich wurde ja nicht eingeladen. Gell? Das ist ja die andere Geschichte. Das hat ja geheißen, na, das ist noch zu früh. Wir spielen den noch zu dritt, aber ab dann bist du immer dabei, weiß ich. Ach, danke. Da kann ich mich echt wirklich nicht mehr daran erinnern, an die Hochzeit. Keine Ahnung, was wirklich nicht mehr. Dann war es gut. Ja, wir haben schon Hochzeiten gespielt, gell? Ja, da waren schon ein paar. Darauf gehen wir Stückchen dabei. Jetzt aber, würde ich sagen, gar nicht einmal näher ein. Ziggy, dann kam ja schon relativ bald das erste Konzert und bei diesem ersten Konzert ist ja dann eigentlich die Explosion passiert, da ist ja auch der Name entstanden. Ja, durch einen wirklich blöden Zufall. Durch einen wirklich blöden Zufall. Aber war Weltklasse. War Weltklasse. Und ich würde sagen, das erzählen wir beim nächsten Mal, weil mir hat das da Spaß gemacht und ich würde gerne noch Folgen machen. Was sagst du? Das ist mein Proberaum. Machen wir noch eine? Machen wir noch eine. Dann machen wir es jetzt urspannend. Also das erste Konzert, vielleicht haben wir sogar noch Hörproben von damals. Wie haben wir das aufgenommen? Wir haben das alles aufgenommen. Muss ich ein bisschen dumm kramen im Computer. Aber werden wir ein bisschen suchen. Aber damit schließen wir jetzt diese erste Podcast-Folge vom Fall Deppert und Goschert oder wie auch immer es heißen mag, ab und bleibt gespannt, weil es geht ums erste Konzert und um die Explosion, um den Namen Deppert und Goschert, oder? Seid gespannt. Lassen wir das. Bleibt's dran. Bis zum nächsten Mal. Viert euch, Baba.